Recht herzlich willkommen zur 180. Folge von Simotrans. Ja, wir sind wieder im Spiel. Und zwar, jetzt habe ich wieder eine Taste gedrückt. WASD ist leider in diesem Spiel anders zu nutzen. So, da sind wir. Ja, dieser Bus, ja, einer ist zu viel, zwei zu viel. Der Michael Friedrich hatte was dran zu lachen. Genau so ist es. Ja, die Taktik halt wahrscheinlich dann, dass ich das so verstehe. Wir haben ja jetzt die Linie einfach um einen Bus erweitert. Und er würde jetzt einfach nur den Bus wahrscheinlich von hier zum Rathaus fahren lassen und nicht das Stück dahin. Ja, das ist jetzt die gute Frage, ne? Nochmal hier rein, oder war das der? Linie Waldeck West, ist der das? Ne, die ist das nicht. Linie Waldeck Ost ist das aber auch nicht. Da muss noch eine Linie mehr sein. Und wo ist da der Bus für? Der? Der? Ne. Der. Bahnhof Rathaus, das war's, ne? Und den haben wir. Warte mal, dann machen wir erstmal die ganzen vielen Fenster zu. So, der fährt drei Stellen an, ne? So, der fährt Waldeck, Ostdeutscher, Waldeck Karl Marx und Waldeck Kramburger. Also diese Haltestelle. Müsste man gucken, ist das hier der richtige Bus für West? Ah, ich glaube, das ist jetzt genau der. Ich muss ja den einen Bus noch haben, der... Oh, wir müssen ausbauen? Ne, wir haben ausgebaut. Es muss ja jetzt noch einer hier lang fahren, ne? Wo ist denn der? Der West. Der Bus West. Ist verschollen. Das ist der... Was ist denn jetzt der andere Bus? Da. West. So, wo fahren die Westbusse lang? Karl Marx. So. Dann nach Wurm. Ist da oben. Libellen. Ist da in der Mitte. Quecksilberstraße ist da gegenüberliegend, auch noch weiter von der Libelle. Ahorn ist dann da. Dann haben wir noch diesen Bereich. Das ist da, das heißt, dieser ist... Also was wir machen? Wir machen den hier zur Mitte... Stopp, nicht Stopp, passt. Und dann haben wir noch diesen hier. Und wir machen noch eine neue Linie. Warte mal, das ist der, ne? Ne, das war Zug. Auto war das. Neue Linie. Und zwar ist das dann Stadtbus Waldeck West ist das dann, ne? So, Linie ändern. Warte mal, das. Ne. Linie ändern, da oben. Läuft sowieso auf Einfügen. Karl Marx. Schiffshaltestelle. Jetzt haben wir jetzt ein Schiff ausgewählt. Das, ach, ich dachte, das wäre ein Auto. Alles klar. Wir brauchen also dann doch dieses hier. Warte mal. Dann macht das. Löschen. Linie löschen. Das ist ein Schiff und das ist das Auto. Alles klar. Neue Linie. Normal Stadtbus. Waldeck. West. Schuss. Und Linie ändern. Und jetzt kommt der. Nach da. Nach da. Auch wenn wir da eigentlich schon sind, nach da, nach da, nach da. Und dann passt's. So, jetzt brauchen wir da noch definitiv einen Wagen drauf. Oder einen Bus vielmehr. Das ist da. Dann gibt es... Ach, da steht einer im Depot.
Waldeck, Stadtburg, Waldeck West. Starten. Und den machen wir auch noch drauf. Starten. Hatten wir da jetzt noch einen da, oder? Also, der hat keinen Fahrplan. Starten. Jetzt ist er da drauf. Gut. Das passt dann soweit. So, und dann müssen wir den einen, diese Linie, halt den Waldeck, den, achso, da müssen wir Linie ändern machen. Den halt wieder rausnehmen, das bringt ja nichts, ne? Löschen. So, dann fährt er nur dahin und das ist dann alles gut. Das fährt. Ja, da sind noch Leute dran, passt. So, jetzt werden die Haltestellen angefahren. Ach so, dann müssen wir bei dem einen noch die Lanzenstraße rausnehmen. Bei Waldeck Mitte. Da müssen wir nochmal die Linie ändern. Okay, da sind zwei drin, sehe ich gerade. Löschen wir auf jeden Fall den raus. Löschen den raus und löschen auch den raus, weil wir den mit dem West schon anfahren. Ist ja nicht so schlimm. Irgendwann kommt ja noch Bebauung, dann können wir den einen in der Mitte noch ergänzen, wenn. Mit einer Haltestelle nicht fahrbaren. So, er ist voll. Jetzt ist nur die Frage, wie voll sind die ganzen Sachen da? Also er fährt mit 46, den gucken wir uns gleich nochmal weiter an. Jetzt brauche ich aber doch tatsächlich noch den anderen, den West, ne, den Mitte. Den Fahrplan hier wollte ich nochmal haben. Der Bus kann mal darüber. Wurmstraße hat 7 Passagiere, Waldeck Karl Marx hat 815, Waldeck Libellenstraße ist ja gerade wohl gewesen. Da ist noch mehr zu fahren, aber er fährt ja jetzt eine Haltestelle schneller, das heißt, vielleicht kommt da auch schneller ein Abbau. Waldeck Karl Marx ist klar, Waldeck Wechsel bei 37. Hier sieht es eigentlich so weit aus, dass er das schaffen kann. Der hat doch eine Kapazität von 68, naja. Sollte eigentlich funktionieren. Das sind jetzt allerdings 40. Mal gucken, wie er das da hinkriegt. Er fährt jetzt von der Karl Marx zur Quecksilber. Quecksilber ist hier, also sollte die leer machen eigentlich. 47. Hier oben bei Waldeck Libellenstraße wächst gerade wie bekloppt. Hier oben, hier lass mal das jetzt. Da fährt aber einer Load gerade weg. Bei der Quecksilberstraße kommt er jetzt gleich an. Da sind gerade 50. Wo ist die Haltestelle? Da ist er. Hält er jetzt an und dann müssten das ja 0 werden, ne? Okay, nur noch 6 Sackpost. Und dann fährt er gleich die Waldeck-Ahornstraße an und da warten 65 und er ist mit einer Kapazität von 68 unterwegs. Könnte knapp werden, ne? Aber eigentlich müsste es passen. Jetzt muss man nur hier gucken, wo wollen die alle hin? Waldeck-Rabengasse. Wer fährt denn zur Rabengasse? Das sind 480 Passagiere zur Rabengasse. Rabengasse war hier oben wahrscheinlich irgendwo, ne? Da ganz am Ende, diese Blocks machen sie wahrscheinlich schon jetzt, ne? Das ist eine Sehenswürdigkeit, weiß ich nicht, kann aber auch sowas sein. Also da haben wir schon ein Problem, ne? Die Bellenstraße sind 139, das kriegt er auch nicht weg. Noch was zugekommen gerade, glaube ich. 488, weil der Glebellen ist auch 2 Busladungen mehr weg. Charles Darwin Allee 56, der Rest geht, ne? Das ist machbar. Aber die ersten 2 Haltestellen sind ja extrem viel, ne? Da müssen wir gucken, dass wir das noch hinkriegen, ne? Was machen wir da? Was machen wir da? Gute Frage. Das ist auch ein 46er Bus, aber das ist nur der zum Bahnhof.
Wenn ich jetzt das zwei Busse drauf mache, ist es verkehrt. Das wissen wir. Wir müssen mal die Rabengasse von der anderen Seite auch noch sehen. Wie wir stehen denn da? Wo ist denn die Haltestelle? Ist doch hier, ne? Ja, 63. Und wann war der letzte Bus da? Das ist die nächste Frage. Das muss ja der Ost sein, ne? Das Rathaus wird immer noch voll sein, ne, oder? Ne, Rathaus ist gerade leergeräumt, ne? Tatsächlich. Der einzelne Bus hat Rathaus leergeräumt. Wir wollen von hier zum Rathaus. Was ist denn das für eine Haltestelle jetzt hier? Das ist doch unser Bahnhof, oder? Ach, ich hab's Auto angeklickt, alles klar. Wo ist... Okay, 91. Auch mehr wie ein Bus. Alles schwierige Entscheidung gerade. Rabengasse jetzt 513. Das wächst und wächst und wächst. Ostdeutsches Rathaus 46. Eigentlich müsste ich den Dingens da fahren lassen, ne? Hier sind wir. Den hier. Anstatt hier vorne zu der Haltestelle besser zur Rabengasse-Linie ändern. Und dann nehmen wir nochmal die Rabengasse mit hinten rein, oder? Ist das der Bahnhof? Ja. Passt. Vielleicht kriegen wir es so in den Griff. Obwohl da jetzt auch noch ein Bus drauf ist, ne? Ein Bus, ein Postwagen. Schwierige Geschichte. Und hier ist irgendwie der falsche Bus drauf, oder was? Das ist ja auch der, der mehr leisten könnte, ne? Und das ist ein kleiner Bus. Lassen erst fahren. Wir müssen uns angucken, ob das hier kleiner wird. Rabengasse und Ostdeutsches und Libellenstraße ist ja auch noch mit 112 unterwegs. Boah. Libellen mal hier in der Mitte, ne? Ja. Wenn du das aber machst, schwierig, dann ist das Rathaus nachher wieder voller, dass er das nicht schafft. Warten wir es erstmal ab, was jetzt hier passiert. So, das ist die Rabengasse, da waren 92. Das ist der Mitte. Der ist gerade wo? Man fährt zur Karl Marx und war hier, okay. Gestaltet sich schwierig. Er ist bestimmt jetzt leer, fährt hier noch diese Feldkirche nach. Kriegt er dann wenigstens auf der Straße was? Auf der Bushaltestelle was? Ja, vier Leute. Ja, Geld spielt keine Rolle, oder wie ist das? Wie sieht's hier aus? Sind noch zwei weitere dann? Und hier vier. Ja, müssen wir erstmal so lassen, ne? Waldeck Mitte hat 34 Fahrgäste jetzt von da und fährt jetzt wohin? Zur Ahornstraße. Zeig mal, wie viel ist da los, hin und her zu fahren? Ahornstraße sind wir jetzt. Hier unten. Und da holt er 51 weg. Die macht er ja leer. Die Wurmstraße macht er auch leer. Die Lilienstraße hat jetzt nur 52. Die wird aber gleich rüberwachsen. Entscheidend ist aber vom Karl Marx, ja, zur Libellenstraße. Also abholen ist nicht das Problem, sondern hinbringen ist das Problem. Und die Ost? Die hat die Rabenstraße da ja dran. Ja, das schafft er mal gerade so. Da war er gerade wahrscheinlich, weil da nur einer steht. Der nächste ist dann die Rabengasse. Und der Rest schafft er. Also es ist wiederum vom Bahnhof zum Dingens bringen, ne? Tja.
One-Way-Ticket braucht man da. Drei, eins, zwei. Und die anderen Richtung ist jetzt. Ostdeutsch ist Quick. Hier Feldkirch ist es 6. Ja, Nanzenstraße ist glaube ich einer. Und hier oben ist Feldkirchen war das. Ahorn. Wer war der dritte? Kamburger. Steht sogar keiner wahrscheinlich, ne? Sieht so aus, aber die Stadt wächst dafür, ja. Ja, ich glaube, wir lassen es jetzt mal hier so und schauen nochmal später rein, wie es dann wird. So schlechte Sachen fahren die ja auch nicht. Die sind ja alle ziemlich gut unterwegs, im schwarzen Bereich sogar, ne? So, da ist schon ein Stück Straße weitergekommen, also wird das schön ausgebaut. Aber hier ist sonst nichts. Ja, sonst ist alles abgedeckt erstmal. Können ja mal ein bisschen rausscrollen und können einmal gucken. Hier wachsen auch größere Häuser, glaube ich. Wird also voller. Schauen jetzt mal hier unten weiter vorbei. Oh, jetzt verdammt lange Straßen schon gemacht. Fehlt nur die Bebauung am Rande, ne? Hier unten brauchen wir eine Haltestelle. Ja. Das bedeutet Auto aussuchen, 50er Straße, hier ist einer und da ist einer. Das bedeutet, die muss nur länger gezogen werden. 1, 2, 3, hier muss die Haltestelle hin und da der Postkasten. Ne? Zup, Haltestelle, Postkasten, passt. Fertig ausgebaut, Linie ändern. Das ist hier Sonderhausen. Sonderhausen Süd. Mittelgebirgsrathaus. Das ist hier mit drinne. Ja. Das bedeutet, der kann dann noch was dazu bekommen, ne? Thomas Edison. Die Hirschstraße ist die Zentrale. Das heißt, die müssen wir nochmal anklicken. Wo ist denn die Straße? Da. Und da. Und dann ist das auch schon fertig. Dann können wir da auch noch was abholen. Das war Sonderhausen, wächst also auch. Gut, dann gehen wir weiter gucken. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Hier ist die Straße zwar ganz lang, aber leider noch nichts gewachsen und da oben auch nicht. Obwohl das hier das erste ist, was über die Gleise gewachsen ist, ne? So, Floto hatten wir schon, ne? Jetzt können wir nochmal weiter gucken hier gerade auf der Karte. Wenn das schon so gerade wächst, dann können wir mal gucken, ob es hier auch irgendwo gewachsen ist. Ja, hier oben ist zwar was dazugekommen, aber nicht, was ich denke. Hier wäre natürlich schön, wenn es auch andere Dinger jetzt bauen würden, wo hier Haltestellen sind, aber leider kennt er da keine Stadtgrenzen. Hardexen. Hier ist nichts passiert. Da oben auch nicht wirklich. Hardexen, komische Stadt, die nicht wächst. Hier ist schon alles soweit gut. Dann haben wir Altenau. Da ist auch nichts. Dann haben wir Radolfzell hier unten. Da ist hier eine schöne Straße gebaut worden, aber noch nichts an dem Rand dran. Hier auch noch nicht. Hier ist alles dicht. Alles gut. Ja, dann haben wir nur noch Döbeln. Döbeln hat diese Abdeckung noch da. Hier ist es knapp am Rand, aber er ist noch dran, also auch soweit gut. Dann sind wir, hatten wir Lauter schon? Lauter hatten wir schon, aber der Kindergarten. Gut, dann sind wir da erstmal soweit wieder à jour. Und müssen dann, na, da haben sie gebaut. Siehst du, das hatten wir letztes Mal schon gesagt, dass die Mittelstadtbus
Waldeck Mitte dann eine neue Haltestelle kriegt hier. Und das wird dann auch so sein. Gut, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an fürs nächste Video, das ich hochlade. Und dann könnt ihr sicherlich in den Kommentaren auch gerne noch wieder was reinschreiben, wie es weitergeht, vielleicht mit den Linien, wie man die besser organisiert oder sowas. Aber der Tipp, der ist ja eigentlich schon mit A bis F da und den muss man nur rigoros wahrscheinlich umsetzen. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Tschüss.